Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht es ganz, ja, okay. Ich hoffe, ihr genießt bei euch das schöne Wetter, was bei euch da ist. Bei mir ist auch sehr schönes Wetter, nur leider kann ich sie heute nicht wirklich richtig genießen, denn ich muss leider zur Spätschicht. Es ist ein bisschen schwierig momentan, weil auf unbestimmte Zeit habe ich nur noch Spätschichten und ja. Ich habe mir aber jetzt seit gestern auch gedacht, dass ich nicht ständig immer nur sehr früh fahren muss, nur weil ich da Mittagessen kann. Es ist mir auch auf Dauer auch ein bisschen zu teuer, dort jeden Tag eine Wertmarke zu holen und deswegen versuche ich auch zwischendurch mal von zu Hause aus mal zu Hause zu essen oder ich nehme dann etwas mit und esse dann da auf der Terrasse, wenn schönes Wetter natürlich ist. Oder ich kaufe mir da, weiß ich nicht, in der Nähe in so einem Imbiss irgendwas, dass ich da was Kleinigkeit essen kann. Weil, wie gesagt, es ist mir dann auf Dauer dann zu teuer. Ja. Und da ich mir das ja auch seit gestern auch gedacht habe und ich ein, zwei Busverbindungen später nehmen kann, habe ich mir gedacht, gut, dann hast du vielleicht zwischendurch mal Zeit für deine Zuschauer mal eben schnell ein Video zu drehen. Und wir sind auch noch sehr, sehr gut in der Zeit. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das Video gleich umwandelt und hochlädt. Kann aber auch sein, wenn ihr das jetzt nicht seht um die Zeit, wo es ungefähr 10:30 ist, dass ihr das dann heute Abend seht. Also wundert euch nicht wegen der Tageszeit heute. Genau. Ich wollte mit euch quatschen und versuchen wieder ein bisschen zu reviewen. Ich hatte auch gestern, Montag oder Dienstag hatte ich eigentlich damit anfangen wollen, weil ich frei hatte, aber dann kam immer wieder was dazwischen. Und jetzt liegt das auch schon seit ein, zwei Tagen hier. Und ja, ich werde euch das jetzt einfach mal zeigen. Genau. Und etwas dazu sagen. Tüte habe ich ja hier schon bereitgelegt. Und wir können das ja mal aufmachen schon mal, dass ich das schon direkt reintun kann. Nehmen wir schon mal auf den Schoß. Und wir beginnen einfach mal mit den ersten Produkt, da brauche ich eigentlich nicht viel zu sagen, und zwar das Garnier Wahre Schätze Argan und Camellia Öl Shampoo. Ich habe ja eine komplette Serie davon. Ich habe die Haarkur, also die Haarmaske, ich habe die Spülung. Es gibt auch, glaube ich, noch eine Variante von dieser Serie. Vielleicht gucke ich mir die mal an und nehme es mit dazu. Aber seitdem ich das entdeckt habe, das erste Mal, liebe ich dieses Shampoo. Erstes Mal, der Duft ist toll. Und dieses Argan und Kameliaöl, habe ich das Gefühl, dass meine krausen Haare sie sehr gut annimmt, dass meine Haare weich sind, dass ich die gut durchkämmen kann. Und ich habe davon jetzt zwei Backups direkt hintereinander gekauft. Also einmal, zweimal gekauft. Bei Rossmann, weil die im Angebot waren. Ich habe euch jetzt manche Dinge, was ich euch jetzt so zeige, habe ich ja nicht in Holz oder so gezeigt, weil ich denke mir mal, das wird auch auf Dauer langweilig. Deswegen habe ich auch mal für mich gekauft, ohne es dann einfach zu zeigen. Aber ich brauchte, wie gesagt, auch Shampoo. Und Rossmann hatte nur diese kleineren Größen, 250 Milliliter. Ich glaube, bei DM gibt es die 400 Milliliter Größen. Aber da ich ja sowieso bei Rossmann, also da in der Nähe war, wo Rossmann ist, dachte ich mir, komm, nimmst du die zwei kleineren Größen mit und ich liebe das. So, dann habe ich aufgebraucht, wie immer, meine Kind-Hörgeräte. Die brauche ich immer. Die sind sehr, sehr gut. Allerdings halten die bei diesen Hörgeräten ungefähr eine Woche plus zwei, drei Tage. Es kommt immer drauf an, wann du die einsetzt. Und ich hatte die am Montag oder Dienstag neu eingesetzt, deswegen sind die leer. Das Komischste ist dabei,
dass wenn eine von den beiden leer ist, natürlich mache ich das neu rein. Aber am anderen Tag oder am nächsten Tag, also am nächsten Tag oder am übernächsten Tag, ist dann die nächste leer. Also das ist echt kurios, aber ich finde die gut. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich die Hörgeräte jetzt habe. Keine Brille, also keine Hörbrille, weil dann kann man sehr, sehr viel mit arbeiten. Und zwar hier vernünftig mit Sonnenbrille rumrennen, vernünftig schminken. Ich habe mich heute auch ein bisschen leicht geschminkt und ja, finde ich gut. Super Top-Qualität, ja. So, dann habe ich aufgebraucht. Nehmen wir jetzt mal die. Die kann ich auch empfehlen. Ich weiß jetzt nur nicht, woher die sind, da ich die von meiner Mama bekommen habe. Oder ich habe sie mal hier gefunden und wollte sie einfach mal ausprobieren. Da ich Kopfschmerzen hatte, sah ich die. Und dann stand hier, auch für Insektenstichen geeignet, für Kopfschmerzen, Migräne und Fieber. Ich habe sie aber auch für zum Abkühlen benutzt. Das heißt, es ist ein Pflaster mit einer Gelschicht und die klebt ihr dann da auf, wo ihr halt Probleme habt, egal ob es ein Insektenstich ist, Kopfschmerzen hier auf die Stirn, bei Migräne auch und bei Fieber kann man das auch hier so drauf machen, bei Schmerzlinderung zum Beispiel, wenn ihr eine Verbrennung irgendwo habt am Bein, am Oberarm, an der Brust, kann man das hier so schön aufkleben und ja, am besten ist es, wenn es im Kühlschrank ist, aber ich habe es hauptsächlich benutzt als natürliches als ein natürlicher Hilfsmittel für Kopfschmerzen, weil ich wollte jetzt keine Tabletten nehmen. Ich habe immer mal wieder in der Tasche mal eine Tablette da, wenn jetzt so eine Hitzewelle ist wie jetzt wieder, dann habe ich manchmal auch Kopfschmerzen, wenn alles aufeinander prasselt. Das Wetter, die Leute, die einem zulabern oder generell die Geräusche, da habe ich schon mal Kopfschmerzen und dann habe ich das dann aufgetragen. Natürlich nicht unterwegs, aber hier zu Hause. Ja, ich finde sie gut. Ich habe sie auch benutzt, als es so warm war. Da habe ich mir das einfach so statt Wasserspray hier so auf die Stirn abends gegeben, dabei Fernsehen geguckt und dann hat es wirklich geholfen. Ja. Finde ich gut. Sensiplast weiß ich jetzt nicht, wo die ist, aber das ist eine Apothekenmarke. Vielleicht hat es jemand von mir zu Hause das aus der Apotheke bekommen, als Goodiebag. Ich weiß es nicht. Aber ich würde es auf jeden Fall nachkaufen. Vielleicht gibt es die auch bei DM, bei Rossmann, bei euch, irgendwo bei Müller. Ich habe ja leider keinen Müller. Was gibt's noch? Butni gibt es bestimmt irgendwie bei euch. Das habe ich leider auch nicht. Ja, Apotheke auf jeden Fall. Vielleicht in verschiedenen Supermärkten. Die haben ja auch so eine Apotheken, statt Apotheken, Regal. Guckt dann mal nach. Ich weiß es wie gesagt nicht. Und kann ich aber trotzdem empfehlen. Da waren 2x2 Gelpflaster A 13x5 cm. Ja. Konnte ich nicht meckern. So. Dann habe ich aufgebraucht, ja, meine Lieblingspflegende Gute-Nacht-Creme von Nivea. Die gibt es ja jetzt schon seit längerem in diesem Plastiktiegel. Ich weiß aber, dass ich die ersten Nivea-Nachtcremes in Glastiegel hatte. Das fand ich schon eigentlich edler als so eine Plastikbox oder Plastikpot. Ja, aber das war trotzdem noch so, wie ich das kenne. Riecht sehr angenehm, sehr, sehr frisch und ja, wirklich gut. Ich habe ja auch wieder eine im Backup und eine Nachtcreme von, ich meine, Florena habe ich jetzt im Schrank. Ist auch ganz gut, muss ich sagen. Finde ich sehr, sehr gut. Aber die Nivea-Pflege ist auch
bombastisch. Ich habe zwischendurch immer mal was von Nivea mitgenommen, sei es ein Peeling oder wie gesagt die Nachtcremes. Ich wollte auch meine Tagescreme ausprobieren. Ich hatte auch die Nivea Gelcreme als Make-up-Basis, glaube ich, war das. Die gibt es aber nicht mehr, meine ich. Aber super top. Würde ich auf jeden Fall nachkaufen. Ich hatte auch diese Nacktcreme auch ständig gesucht. DM oder in Rossmann oder sonst wo Nivea vertreten war. Und ich hatte es nicht gefunden, weil ich an diesem Glastiegel so gewohnt war. Und dann habe ich das dann gelesen. Und als ich das zu Hause ausgepackt habe, war das, wie gesagt, ein Plastiktiegel. Und da habe ich gedacht, hast du dich verkauft, aber ich habe gehört, dass es die nur noch im Plastiktiegel gibt. Naja. Okay. Aber ist trotzdem gut, dieses Produkt. So, dann habe ich ein Flop-Produkt oder ja, ein teilweise Flop-Produkt. Das ist von Alverde 2-Phasen Make-up Entferner mit pflegenden Ölen. Ich habe es als Ausprobierfläschchen mitgenommen, also weil ich das ausprobieren wollte und ich wollte sowieso noch nach Make-up-Entferner suchen und ich wollte es, wie gesagt, als Backup benutzen. Ich finde dieses hier für mich schlecht, also weil ich habe zwar von Balea, das ist auch so ein Zwei-Phasen-Produkt. Ich habe von Garnier, das habe ich jetzt hier bereitgestellt für heute Abend, dass ich dann dran denke. Das hier ist wesentlich besser, weil hier mehr Micellenwasser ist als Öl. Dann ist es nicht zu ölig auf der Haut. Super, ne? Also ich finde das super, kann ich hier in dem Video empfehlen. Ich habe dieses Balea-Produkt. Das finde ich auch gut. Das habe ich auch zwischendurch benutzt. Ich habe von Altera eine Creme-Basis zum Augen-Make-up entfernen. Das probiere ich demnächst aus. Das hier war mir zu ölig auf den Augen. Es war klibberig auf den Augen. Ich kriegte das auch nicht richtig weg. Es hatte Schlieren gegeben auf mein Gesicht und ich habe aber immer ein bisschen raufgetan und raufgelegt aufs Auge und wollte es wegziehen, aber es war, wie gesagt, zu ölig, zu matschig und ne, würde ich mir nicht nachkaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob es euch gefällt, aber mir gefällt es nicht. Es hat zwar nicht gebrannt bei mir in den Augen, aber ich fand das zu viel Öl. Ja, da finde ich schon Balea und Garnier und vielleicht ein paar Creme-Produkte viel, viel, viel besser. Ich hatte auch, glaube ich, mal ein Creme-Augen-Make-up-Entferner-Produkt. Weiß jetzt noch nicht mehr welches. Aber das fand ich schon wesentlich besser als dieses hier. Das ist ja, wie gesagt, meine Meinung. Dann habe ich aufgebraucht meine Lieblings-Isana-Duschpeeling. Das kaufe ich immer wieder nach. Es ist keine Limited Edition, weil es, glaube ich, im Standardsortiment ist. Ja. Ich liebe es. Es kann sich auch gleichstellen mit den Nivea Peeling. Ich hatte das auch, glaube ich, mal gekauft, den Nivea Peeling damals. Würde ich mir auch mal wieder nachkaufen. Aber vom Duft her, von der Peeling-Wirkung her, sind die beide wesentlich identisch, weil beides riechen sauber, beide riechen frisch, beide haben einen super schönen Peeling-Effekt und ich liebe es. Ja, würde ich mir auch wieder nachkaufen, aber jetzt habe ich ja wieder ein bisschen Vorrat, jetzt muss ich ein bisschen warten. So, dann habe ich aufgebraucht von Father's Creek Joghurt Duft der Mandel. Liebe. Schmeiße ich hier alles um. Moment. So, sorry. Das ist Liebe, weil das hatte mich erinnert an einen Joghurt, den ich mal gegessen habe von, kennt ihr von Müller Joghurt mit der Ecke? Wenn ja, es gab mal einen Joghurt mit so Mandelsirup und danach riecht es super lecker
mandelig, nussig, auch frisch durch den Joghurt und hat so einen wunderschönen cremigen Duft und oh, Liebe. Es ist keine Limited Edition, gibt's bestimmt auch noch in einer, ja, es ist halt keine Limited Edition, aber Fahr oder auch generell die ganzen Firmen, die bringen auch mal was Neues raus, laut, ja, je nach Saison. Aber das würde ich mir auf jeden Fall mal nachkaufen und liebe. Riecht sehr, 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 sehr schön. Dann habe ich aufgebraucht von Balea Lotustraum. Ich hatte damals dieses Döschen mit dem Badesalz. Und da waren ja diese Blütenblätter drin. Und das habe ich bemängelt aufgrund der Blütenblätter. Aber der Duft war sehr schön und habe dann dieses Verwöhnbad gefunden in flüssiger Form. Und es war Liebe. Es hatte einen schönen Schaum gemacht. Der Duft war sehr frisch, sehr lieblich. Und ja, würde ich auf jeden Fall wieder als Flüssigbadezusatz nachkaufen, denn ich habe kein Flüssigbadezusatz mehr, nur noch Salze, würde ich mir auf jeden Fall als Vorrat dazu holen. Ja, fand ich gut. Gibt's auch, glaube ich, in der rot-orangene Variante. Und ja. Dann habe ich Badesalze ausprobiert und aufgebraucht. Wartet, ich zeige sie mal direkt hintereinander, dann ist das Video auch nicht so lange. Und zwar hatte ich am Montag oder am Dienstag, das weiß ich jetzt nicht mehr, so genau habe ich dieses Isana Badesalz aufgebraucht. Dieser Badesalz war ein sehr, sehr feiner Badesalz. Es war mir Pulver. Es hatte auch den Effekt traumhafter Schaum und es ist wirklich so. Das ist mit Lavendelöl, Badesalz, deine Traumzeit war das. Und mit Vanilleduft. Oh Gott, das war super lecker, super entspannend. Das Wasser hat sich sehr leicht lila gefärbt und oh Leute, holt es euch. Es ist keine Limited Edition. Und ich sage nur, holt es euch. Das ist von Isana und ich habe mich dann da sehr entspannt gefühlt und so mega, also wirklich toll. Ich habe auch gar nicht gemerkt, dass ich schon 15 bis 20 Minuten auch drinnen lag. Mega. Dann habe ich aufgebraucht eine Badetablette. Das war eine Limited Edition von Dresdner Essenz. Schwerelos mit Pfirsich und Mandelblüte. Also das war sehr interessant. Hatte auch einen leichten Schaumfilm gemacht. Und es war mehr die Pfirsichnote rausgekommen. Also es war sehr süß. Aber nicht zu unangenehm süß, dass ich sage, bäh. Aber war wirklich sehr, sehr interessant. Ja. Gut. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Limited Edition noch gibt. Da müsst ihr mal gucken, wenn ihr das gerne machen wollt. Dieses Bad. Dann, ich habe, glaube ich, das Gefühl, ich habe auch sehr viel Dresdner Essenz-Produkte aufgebraucht. Das ist auch super. Also, die Marke ist wirklich klasse. Die gibt es ja auch als, ich glaube, Flüssigbadezusatz. Ich habe hier einmal Glücksgefühl nochmal aufgebraucht. Mit goldenen Osmanthusduft und Zitronengras. Und da habe ich gedacht, es riecht sehr, sehr, sehr zitrisch. Aber nur ganz, ganz leicht, nicht nach Toilettenreiniger. Was ich sehr, sehr gut finde. Und, ja. Super lecker Osmanthusduft, das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich denke mal, diese Blüten sind das. War okay, war super. Ja, und dann habe ich hier noch ein Dresdner Essenz Tag am Meer aufgebraucht mit pflegendem Kokosöl. Und das war wirklich Urlaubsfrische pur. Ich weiß es nur nicht, hatte ich das vom ersten Urlaub
aufgebraucht oder danach, dass ich dann noch das Gefühl habe, ich bin noch im Urlaub. Ich weiß es nicht mehr, aber es hat sehr, sehr lecker nach Urlaub geduftet. Sonne, Strand, Kokosnusswasser trinken, Cocktails. War sehr, sehr schön. Ja. So, dann habe ich noch Masken aufgebraucht. Ich liebe es mittlerweile, Masken zu benutzen. Wenn ich Zeit habe, trage ich eine Maske auf. Wenn ich dann das Gefühl habe, ich brauche es, trage ich eine Maske auf. Ich habe schon mal einen Rhythmus gehabt für alle 2-3 Tage, wenn ich das schaffe, trage ich immer und immer und immer eine Maske auf. Und ich liebe das. Das einmal habe ich eine Shavens-Maske aufgebraucht. Moment, mich juckt. Und zwar die Anti-Pickel-Maske. Das ist antibakteriell und vermindert den Hautfettgehalt. Da habe ich eigentlich keine Probleme. Ja gut, hier glänzt es, aber das ist der Highlighter, den ich aufgetragen habe und einen Blush. Deswegen glänze ich so und weil es warm ist. Ne? Aber so mit dem Hautfettgehalt, so an sich, im Winter, im Herbst habe ich keine Probleme. Ich habe es, wie gesagt, als Vorbeugung für Pickelmale benutzt und ich fand das gut. Australisches Teebaumöl und Panthenol. Mein Gott. Heute habe ich es aber mit dem Reden, ne? Aber dieses australische Teebaumöl, das habe ich nicht so gespürt. Also normalerweise brennt es so ein bisschen auf der Haut oder kribbelt. Aber das hatte ich nicht. Vielleicht bin ich da nicht so empfindlich. Aber es war sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also hat sehr gut geholfen. Ich hatte das Gefühl, ich hatte feine Poren. Nicht so viele Mitesser. Alles wunderbar. Dann habe ich eine verwöhnende Maske mir aufgetragen. Weißer Tee und Kirschemaske mit. Ja. Pflegt die Haut seidenweich mit fruchtigem Duft. Es war süß, fruchtig, aber ein angenehmer Duft. Es hatte keine Funktion. Es hatte nur halt das Gesicht noch ein bisschen, ja, wie eine Creme, ne? Schön weich gemacht, zart gemacht. War gut und ja, hatte danach keine Rötungen, keine Pickel. Dann habe ich meine Balea Tuchmaske aufgebraucht. Ich hatte da auch eine Nose Trips hatte ich da mal gehabt. Finde ich auch super toll. Kann ich sehr empfehlen. Ich habe auch von Isana. Habe ich die als Maske oder habe ich die als Waschcreme? Wenn ich die nicht als Maske habe, habe ich die als Waschcreme. Nee. Habe ich jetzt keine mehr. Aber ich habe sie dann als Waschcreme und Peeling. Könnte ich ja auch mal versuchen, ob es das auch als Maske machbar ist. Aber es gibt auch noch Masken in Tubenform. Es gibt auch von Rossmann auch Masken in Aktivkohle. Es ist überall jetzt schon im Umlauf und ich liebe es. Ich werde es auf jeden Fall nachkaufen. Ja, mit Aktivkohle fließt es das. Und Leute, holt's euch. Super Empfehlung. Ja. Es gibt eine Crememaske von, jetzt fällt mir auch wieder ein, von Biore. Ich weiß es nur nicht, ob DM und Rossmann das haben oder alle beide. Das wollte ich vielleicht mal ausprobieren. Ja. Dann holen wir jetzt die anderen Sachen schnell hervor. Dann habe ich noch ein Duschgel von Balea. Das war mit Aloe Vera Extrakt. Das hatte ich zum Teil mit im Urlaub. Habe nicht sehr viel benutzt, weil ich auch viel mit meiner Mutter geteilt habe, mit ihren Produkten im Urlaub. Und
Deswegen habe ich das, den Rest dann halt zu Hause aus, aufgebraucht. Riecht angenehm, neutral, frisch. Und ich glaube, wenn ich dann in den nächsten Urlaub fahre, werde ich das mitnehmen, weil wir fahren dieses Jahr nochmal in den Urlaub. Wann werde ich euch dann noch berichten? Beziehungsweise, wenn es soweit ist, kriegt ihr ja bestimmt nochmal ein Packvideo, wenn es klappt. Und ja, liebe ich. Neutral könnte ich auf jeden Fall nachkaufen. Sorry. Schluck auf. Dann habe ich was Skinactiv, das habe ich immer wieder mal nachgekauft. Von Garnier, das Micellenreinigungswasser All-in-One. Liebe ich, weil es, wie gesagt, All-in-One ist für in Make-up entfernen, zum Erfrischen, aber ich habe das eher für Erfrischen benutzt. Ich habe ja jetzt das neue Micellenreinigungswasser All-in-One mit Öl. Das nehme ich ja nur zum Make-up entfernen halt, und das hatte ich ja mal, wie gesagt, zum Erfrischen benutzt. Jetzt habe ich von Rosens ein Erfrischungswasser. Liebe ich auch ganz dolle. Würde ich auf jeden Fall immer nachkaufen. Ich hatte danach keine Rötungen, keine Pickel, keine juckende Haut. Super. Dann habe ich von Belou cremiges Duschschaum. Das war ja die Dame, die heißt Bibi's Beauty Palace, glaube ich. Ich habe sie schon mal gesehen. Ich hatte sie auch damals abonniert, aber jetzt habe ich sie entabonniert. Aus bestimmten Gründen möchte ich nicht sagen. Jeder hat natürlich seine eigene Meinung zu einer YouTuberin oder YouTuber. Ne? Bei mir passiert das auch oft, dass vielleicht welche kommen und dann sagen die, das gefällt mir nicht mehr so, dann springen die wieder ab. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich schimpfe auch nicht darüber. Aber nee, ich mag die Bibi nicht. Ich habe auch zwei abonniert gehabt, die ein Pärchen sind. Und die habe ich dann auch entabonniert mit Daily. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall irgendwas war Daily Tralala. Die hatte ich damals abonniert, jetzt auch nicht mehr, weil ich finde ihre Art fand ich nicht so realistisch wie sonst. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall Cherry's Blossom von Belou. Super. Es war keine Limited Edition. Die hatte auch Donut-Geruch. Geschmack wollte ich sagen. Nee. Donut-Geruch und Cupcake-Geruch. Das war mir zu süß. Aber Cherry Blossom fand ich gut. Es hatte auch eine leichte süßliche Note, aber es kam diese Blume dabei raus noch. Und es hatte auch einen sehr schönen Schaum gemacht. Würde ich mal nachkaufen, aber nicht nur wegen Bibi, sondern wegen dem Schaum und dem Duft. Ja. So, dann habe ich aufgebraucht von Duschstars, das ich fühle mich belebt, langanhaltender Duft, frei gesetzt bei Berührung. Aha. Duft nach wilder Pfingstrose und Litchi war gut, es war aber zu klibberig. Duschgel, jetzt habe ich Seifenbläschen und weg. Ja, das habe ich jetzt vor kurzem aufgebraucht. Jetzt ist da, glaube ich, ein bisschen Wasser rausgelaufen. Es war ein toller Duft. Nur Duschgel kenne ich anders. Es war nicht Duschgel, es war wie festgepresst, glitschig. Wenn du dir das auf, wenn du dir das dann portioniert hast auf der Hand und wolltest das dich einseifen, war immer noch Duschgel auf der Haut. Also es war so klibberig, so glitschig, so, ich weiß es nicht. Ich kenne eigentlich Duschgel anders. Ich hatte das mal gekauft gehabt. Ich dachte, probierst du es nochmal. Aber ich würde es nicht nachkaufen, weil, wie gesagt, die Konsistenz war, Moment einmal.
Sorry, es hatte ein bisschen rot geleuchtet, die Zeit, deswegen habe ich gedacht, komm, machst du es nochmal neu an. Auf jeden Fall, das war mir dann doch zu klibberig und auch zu unangenehm. Ja. Ich habe auch nicht viel genommen, ich habe nur ein bisschen auf der Haut aufgetragen. Da denke ich mir, warum reagiert das nicht wirklich? Ich weiß nicht. Würde ich jetzt nach diesem zweiten Versuch nicht mehr nachkaufen. Weil ich hatte das, glaube ich, einmal gekauft, dann jetzt nochmal das zweite. Nee, war nicht so meins. Jetzt. Dann habe ich von CD Glücksgefühl Deo aufgebraucht mit guter Laune Duft mit Orangeblüten. Ich hatte davon ein Duschgel gehabt. Das war auch. Ich weiß nicht, was ich damals gesagt habe. Jetzt würde ich sagen halbe halbe. So 50-50. Eigentlich, ja, ich bin kein Zitrus, also so ein starker Zitrus-Fan, weil ich immer gemerkt habe, je mehr ich was damit zu tun habe, oder das in die Nähe kommt, oder ich rieche, dass das in Mengen ist, kriege ich davon Kopfschmerzen. Ja, ich weiß auch nicht warum. Da habe ich auch, es hatte mich zwar trocken gemacht, aber je länger ich es auf meine Haut habe, desto mehr merkte ich, dass ich Kopfschmerzen bekam. Und das würde ich von, also diese Sorte von CD nicht mehr holen. Dann nehme ich lieber von CD die Wasserlinie, wenn ich die nachkaufe. Jetzt habe ich zwei andere Sorten von Deos, die probiere ich einfach mal aus. So als Abwechslung. Aber generell würde ich CD-Wasserlinie vorziehen. Ja. Genau. Das Trockenhalten, wie gesagt, war gut, aber so der Duft war nicht meins. So. Das war's. Ja. Das war's. Ich habe jetzt hier meine komplette Tüte voll. Das hatte ich damals noch von meiner Nordseereise. Heißt Teekontur. Kann ich empfehlen, wenn ihr da mal einkaufen wollt. Haben super schöne, süße Sachen da. So. Jetzt mache ich das zu. Ich glaube, ich tue das auch mal hier weg, dieses Tuch. Ja, meine Lieben, das war's. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Wie gesagt, ich werde das Video umwandeln und später hochladen. Wenn ihr dieses Video seht, kann es sein, dass es abends hochgeladen ist. Ja, ich wünsche euch was. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und bye bye. Ciao.